Video ist letzten Endes ein Medium, um Aufmerksamkeit zu schaffen, um Vertrauen zu schaffen, um ja einfach etwas nach draußen zu bringen, Geschichten zu erzählen. Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Adrian Metzger. Adrian ist 21 Jahre alt. Er hat mit 19 schon angefangen, seine eigene Firma zu gründen, und zwar mit seinem Bruder. Das ist die AM Production, die Academy und Marketing Production. Er hat schon für die IHK gearbeitet. Er hat Stiftungen für gemeinnützige Zwecke schon unterstützt bei der Videoproduktion. Er ist in den letzten 2 Jahren, hatte über 1000 Videos schon produziert. Er ist hauptsächlich in Wiesbaden und Umgebung unterwegs. Er gibt Seminare für die Power von Videos zu vermitteln. Und das klingt sehr spannend und ich freue mich riesig, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag, Adrian. Vielen Dank, ja, für die Einladung. Ja, cool. Fangen wir direkt an, und zwar mit den 3 Oberthemen: Persönliches, Ausrüstung und Marketing. Persönliches: Wenn dich jemand auf der Straße trifft und sagt, sag mal, Adrian, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ich glaube, ich bin Online-Video-Creator, so würde ich es benennen, aber ich glaube, in mir schlägt durchaus noch auch so ein bisschen das Unternehmerherz, das heißt sowas in der Mischung Online-Video-Creator und Jungunternehmer. Sehr cool. Das klingt sehr spannend, ja. Also du hast jetzt mit 19 hast du ja dein Unternehmen gegründet, und wann hast du genau angefangen mit Videos? Ich denke, da war ich so 10, 12 Jahre alt. Damals habe ich dann kam ich aus der Musikschiene quasi, habe Schlagzeug gespielt, mein Bruder hat Gitarre gespielt, und irgendwie wollte man das festhalten für Großeltern, aber auch seinen eigenen Leistungsstand irgendwie festhalten und gucken, wie war es vor einem halben Jahr, wie habe ich da gespielt, wie spiele ich jetzt, und dementsprechend war ich sehr mit dem Ton auch verbunden. Dementsprechend war auch meine erste Videokamera war eigentlich mehr ein Audio-Recorder, damals von Zoom, das Q3 HD. Und dadurch bin ich so ein bisschen in die Filmwelt reingekommen, über die Musik. Sehr cool. Was gefällt dir denn an der Videografie so am meisten? Ich glaube, am meisten gefällt mir, dass man diese tiefe Verbindung über dieses Medium aufbauen kann mit demjenigen, der da zuschaut. Das heißt, ich saß auch letzt in der Jury in Wiesbaden für einen Filmcontest von Jugendlichen, und da haben es dann wirklich diese Siegerfilme, die wir dann auch prämiert haben, geschafft, wirklich alles drumherum auszublenden. Wir saßen bei der Show, wo die Filme präsentiert worden sind, saßen wir in einem Autohaus. Aber von diesem Autohaus, von all dem drumherum, von den Nachbarn und so weiter, war nichts mehr übrig, weil mich diese Filme richtig reingezogen haben, weil die richtig Emotionen in mir geweckt haben, ich mich erschreckt habe, mitgefühlt habe und so weiter. Und ich glaube, das schafft Video einfach dadurch, dass es die Verbindung ist aus so vielen unterschiedlichen Sinnen und aus dieser Geschichte. Und deshalb begeistert es mich, Leute auf dieser tiefen Ebene eben anzusprechen. Sehr cool. Wann wurde es denn bei dir genau professionell? Also du hast mit 19 gesagt, okay, ich mache ein Unternehmen. Wurde es dann während der Unternehmenszeit professionell oder vorher schon? Ich würde sagen, eindeutig vorher schon. Das Unternehmen war nicht gegründet, weil ich sage, okay, man gründet so ein Unternehmen nach dem Abitur, ist cool, sondern das war eher aus der Not heraus. Das heißt, ich habe schon für Projekte gearbeitet, war auch nicht derjenige, der gesagt hat, ich muss jetzt mit den Projekten Geld verdienen, sondern es war eher so die Herausforderung in den Projekten gesucht. Und die Kunden haben dann eher so gefragt, okay, wem stellen wir denn jetzt die Rechnung? Wo soll denn das Geld hingehen? Ja, und dann habe ich mich da mit ein paar Leuten zusammengesetzt, und die haben gemeint, ja, Adrian, mach das nicht als Einzelunternehmer, sondern gründ irgendwie ein Unternehmen, und dann ist das von dir so ein bisschen separiert und du kannst viel Mist bauen, aber es ist nicht dein Mist. Und dementsprechend habe ich da gesagt, okay, halte ich mich an den Rat, und habe mich da immer mehr auch in diese Unternehmerwelt eingefunden. Aber so wirklich professionell wurde es, glaube ich, schon so mit 12, 13, 14 Jahren. Da habe ich tatsächlich schon die ersten Videos so minimal für ein paar Euro verkauft sozusagen und konnte mir da auch anfangen, quasi in Equipment zu investieren. Das heißt, alles, was über die Videoproduktion reinkam, habe ich wahrscheinlich doppelt mit Taschengeld wieder ausgegeben, um dann in Equipment zu investieren und damit natürlich auch immer fortwährend in meine Fähigkeiten als Videoproduzent. Sehr cool. Wenn ich jetzt deine Kunden fragen würde, was machen denn Adrians Videos so besonders? Was würden die mir sagen? Ich glaube, wir haben sehr gut die Ziele des Auftraggebers im Blick. Das heißt, wir verstehen die Ziele des Auftraggebers
erstmal grundlegend und nehmen nicht direkt den Weg, den sich der Auftraggeber selbst im Kopf schon gebastelt hat, für bare Münze. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will Video XY machen und hat schon eine ziemlich klare Vorstellung, dann frage ich nochmal, warum willst du das machen? Also was ist dein Ziel dahinter? Und manchmal bauen wir das Video dann auch nochmal komplett um oder machen mehrere Videos draus oder wie auch immer. Das heißt, wir haben wirklich den Fokus darauf, mit einer sehr schnellen Arbeitsweise trotzdem nochmal eine Ebene tiefer zu gehen und nicht einfach nur das abzuarbeiten, was schon definiert ist, sondern erstmal zu überlegen, was ist das Ziel dahinter und können wir nicht effektiver dieses Ziel erreichen. Und manchmal schießen wir uns finanziell in Anführungszeichen damit ein Eigentor, weil es auch viel günstiger dieses Ziel zu erreichen ist oder mit weniger Leistung von uns, aber letzten Endes glauben wir damit einen guten Impact irgendwie auf diese Welt zu haben. Ja, Freunde, ich glaube, der Kunde, wenn er sagt, ey cool, der hat mir sogar geholfen, um richtig Geld zu sparen, dann kommt er wieder. Also dann wäre er nicht das letzte Mal. Und das wird sich rumsprechen und sagt, ey, zu Adrian kannst du gehen, der macht das fair und der berät dich auch nicht nur. Also der macht nicht nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Videos, sondern berät dich auch, wie du dann wirklich Geld sparen kannst mit diesem ganzen Material. Ja, sehr cool. Das heißt, dein Alleinstellungsmerkmal, wenn du das jetzt über dich selber behaupten würdest, wäre dann also, dass du dem Kunden auch extrem viel hilfst. Ja, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das machen tatsächlich noch ziemlich viele, die dann diese Perspektive auch einnehmen. Was wir von Kundenseite auch immer wieder als zentrales Feedback bekommen und wo ich auch sage, das ist was Besonderes an uns, gerade auch an mir und meinem Bruder, wenn wir am Set sind, sind diese 100%. Das heißt, wir schaffen es fast nie, Instagram-Stories bei einem Dreh zu machen. Warum? Weil wir überhaupt nicht umschalten können auf, wir machen jetzt eine Instagram-Story, weil wir so drin sind aus diesem Moment, aus den Perspektiven, aus der Lichtstimmung, aus dem Ton, das Maximale rauszuholen in diesem Moment, in dem wir uns befinden. Und das ist genauso beim Video-Edit der Fall und wir schießen uns da, wie gesagt, auch ökonomisch regelmäßig Eigentore, weil wir noch 5 Stunden länger an dem Projekt sitzen, als es bezahlt wird und der Kunde sagt, nee, ist gut so, aber wir haben unseren eigenen Anspruch und versuchen da einfach nochmal was rauszukitzeln, noch einen Aha-Moment zu schaffen, nochmal irgendwie mit Sounddesign oder wie auch immer daran zu gehen, um nochmal mehr da rauszukitzeln. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, wo viele mich so fragen, ja Adrian, du bist so jung und trotzdem werden dir schon solche Budgets an Videobudget anvertraut. Warum ist das so? Ja? Und ich glaube, das ist letzten Endes dieser Punkt, dass ich von Anfang an auch bei einer kleinen Produktion schon das Maximum rausgeholt habe und es mir egal war, ob der Kunde jetzt der Nachbar um die Ecke ist mit seinem kleinen Laden oder ob es Porsche ist. Das heißt, ich habe für diesen Nachbarn genauso gearbeitet, wie ich für Porsche gearbeitet hätte. Und ich glaube, so schafft man nach und nach dann auch das Vertrauen der Großen, dass sie sich vorstellen könnten, hey, so könnte ich mir auch vorstellen, mit demjenigen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das sind diese 100%, die wir in jeder Sekunde versuchen zu geben. Und ich glaube, das merkt man dann im Endprodukt und auch der Zusammenarbeit mit dem Kunden durchaus an. Cool. Ja, ich würde sogar sagen, mehr als 100%, weil wenn du noch 5 Stunden dranhängst, sind es ja meistens mehr als 100%. Und das ist sehr ja cool, oder ja. Mehr, genau. Ja. Ja, cool. Wie bildest du dich denn weiter? Also ich glaube, bei mir sind die hauptsächlichen Quellen tatsächlich YouTube und Bücher. Das heißt, ich bin sehr autodidaktisch, ziehe mir die Sachen, die ich brauche. Und ansonsten genieße ich es auch sehr, bei größeren Projekten teil zu sein. Das heißt, natürlich mag ich es so, in einem kleinen Unternehmen viel Verantwortung zu haben, viele große Entscheidungen auch selbst treffen zu können. Aber bei großen Projekten, wo man vielleicht nur ein kleines Rädchen ist, lernt man auch sehr viel von anderen. Und das ist was ich sehr, sehr genieße und wo ich jetzt auch letzt wieder ein Projekt hatte, wo ich gesagt habe, das ist richtig cool, da wirklich mit erfahrenen Leuten zusammenzuarbeiten, die schon viele andere Erfahrungen gemacht haben und dich dann irgendwie auf so eine Kleinigkeit ansprechen, die du schon immer so machst, aber noch nie drüber nachgedacht hast, dass es vielleicht auch ganz anders und vielleicht sogar viel einfacher für dich funktioniert. Und das war letzten Endes so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche mich auch gezielt irgendwie in größere Produktionen einzuklinken, wo ich jetzt vielleicht nicht so den großen Einfluss habe oder wo ich auch jetzt nicht das Marketing von einem eigenen Unternehmen voranbringen kann oder das Endprodukt als mein Produkt definieren kann, aber wo ich extrem viel lernen kann von diesen ganzen erfahrenen Leuten, mit denen ich dann da zu tun habe. Cool. Was macht denn deiner Meinung nach ein Video unvergesslich? Ich habe es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, was für mich das Videomedium besonders macht oder was mir besonders gut gefällt an Videos. Und das würde ich hier nochmal aufgreifen wollen. Es ist diese tiefe Berührung, die man mit dem Zuschauer
herstellen kann. Und ich glaube, das passiert, wie gesagt, durch die unterschiedlichen Sinne, die angesprochen werden. Und letzten Endes sind Videos auch meiner Meinung nach das authentischste Medium. Und mit authentisch meine ich immer, dass das Warum, das Wie und das Was irgendwie immer gleichzeitig mitschwingt. Das heißt, wenn ich ein Video mache und nur übers Was und nur übers Wie rede, kommt durch die Art, wie ich mich präsentiere vor der Kamera, wie ich spreche, wie meine Tonlage ist und so weiter, auch immer so das Warum mit. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit unglaublich wichtig, wo wir wissen wollen, ist dieser Typ jetzt da authentisch? Meint er das wirklich so? Es ist mal schnell was getippt und ist auch schnell mal ein Bild irgendwie gephotoshoppt, aber wenn man gerade so eine lange Aufnahmesession jetzt hier in One-Take von uns sich anguckt, das ist tatsächlich, das sind wir, so sind wir. Und das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut über Videos rüberbringen und dementsprechend ist es diese tiefe Begegnung auf eine authentische Art und Weise. Das stimmt, ja. Sehr cool. Was machst du denn in deiner Freizeit, von diesem ganzen Unternehmerstress wegzukommen? Sport ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente. Ich bin nicht so der Typ für große Reisen und so. Also wenn ich meine Ruhe haben will, dann reicht mir der Wald eigentlich, aus der Tür und rein in den Wald. Das reicht mir eigentlich. Ansonsten bin ich weniger der Freunde-Kontaktpflegetyp, sondern eher so der Familienmensch. Also ich bin eher so der Typ, der tatsächlich da viel Zeit und gerne Zeit mit der Familie verbringt und da sehr viel Kraft auch wieder raus bekommt. Ansonsten würde ich, glaube ich, auch Weiterbildung in meiner Freizeit durch. Ist ja beim Selbstständigen so die Frage, ist das jetzt Freizeit oder ist das jetzt noch das Unternehmen? Aber ich glaube, Weiterbildung, so wenn man sich da nachmittags hinsetzt und sich YouTube-Videos anguckt, neue Technik anguckt, Arbeitsweisen von anderen anguckt, das ist da durchaus mit drinne. Und ansonsten auch bei mir immer wieder mit dem Business verknüpft, sind es natürlich ehrenamtliche Projekte, wo ich viel Zeit und Energie reinstecke und wo das dann natürlich ein fließender Übergang ist. Oftmals haben wir halt einen Auftrag, aber das ist nichts, wo ich sage, okay, das rechtfertigt, so viele Stunden da reinzustecken. Das heißt, da geht es dann oftmals auch in ehrenamtliche Arbeit über und das ist dann so eine Mischkalkulation, sage ich jetzt mal. Sehr cool. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? In 10 Jahren in der heutigen Zeit ist das eine schwere Perspektive, das glaube ich einzunehmen, vor allem als Anfang 20-Jähriger. Aber ich glaube, ich sehe mich in 10 Jahren, ich habe ja gesagt, wie würde ich mich beschreiben, so Online-Video-Creator, Jungunternehmer. Ich glaube, ich wandere immer weiter von dem Online-Video-Creator zu dem Jungunternehmer. Sehe mich also nicht langfristig als Kameramann oder als Cutter und so weiter, sondern eher eben in dieser unternehmerischen Rolle. Genau. Das merke ich auch, wie viel Spaß es mir macht, jetzt auf meinem YouTube-Channel Videos zu produzieren und zu merken, okay, ich erschaffe mir quasi einen virtuellen Adrian, der Videoinhalte erklärt. Und das macht er 16 Stunden am Tag. Und das ist so mein Unternehmergeist, der da geweckt ist, wo ich so sage, okay, ich investiere vielleicht pro Woche 5 Stunden in die Videoproduktion. Aber wenn ich das jetzt kontinuierlich mache, dann baue ich mir einen virtuellen Adrian, der auf meinem YouTube-Channel Videoinhalte, was weiß ich, irgendwann 24 Stunden am Tag beibringt. Ja? Und das ist so ein bisschen so mich selbst irgendwie ein Stück weit überflüssig machen oder beziehungsweise auch sinnvoll meine Zeit investieren. Und das ist irgendwie so der Unternehmer, der da immer wieder in mir durchkommt. Genau. Sehr cool. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt mit dem Unternehmer. So wie du dich, wie ich dich jetzt sehe, wie du wirkst, bist du schon ein Unternehmer und du machst das sehr gut. Also ich muss Hut ab mit 21 Jahren. Da können sich manche Leute wirklich eine Scheibe von abschneiden. Vor allem, dass du schon direkt nach dem Abitur schon die Perspektive hattest. So, ich werde das, ich mache das, ich mache mich selbstständig, fuck off all und ich ziehe das jetzt durch. Ich finde ich richtig cool. Ja. Da muss man auch wirklich Mut für haben und es scheint ja zu funktionieren. Also es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert, sondern ich habe mir deine Webseite natürlich vorher angeguckt. Die ist sehr professionell. Die ist genauso aufgebaut wie eine moderne Webseite sein sollte. Also mehr unternehmischer Stil erkennt man daraus, weil viele Kollegen, die spezialisieren sich auf Videos und die Webseite, ja, ist egal. Und bei dir ist beides professionell. Dankeschön. Der Lob geht an meinen Bruder, der die Website gebaut hat. Dann liebe Grüße. Auf jeden Fall, es passt beides. Also dann ergänzt ihr euch da sehr gut mit der Webseitengestaltung und mit den Videos, mit den Inhalten. Doch, sehr cool. Machen wir nächste große Thema, Ausrüstung, Workflow. Mit welcher Ausrüstung hast du angefangen?
Ich habe es ja schon angedeutet, ich bin über die Musikschiene, über die Audioschiene zum Videografieren gekommen und das war natürlich dann am Anfang irgendwie so der Audio-Recorder, der auch eine Kamera verbaut hatte. Das war das Zoom Q3 HD. Weitergemacht habe ich dann irgendwie so mit dem iPod, ja, um da dann, ja, der iPod Touch, ich glaube, das war die vierte Generation oder so, die dann rauskam, die hatte eine Kamera und damit habe ich gearbeitet. Ich habe mir über Auflösungen und was weiß ich was alles überhaupt keine Gedanken gemacht. Man konnte was sehen und es war Bewegtbild und damit habe ich was gemacht. Und die erste konkrete Kamera, die ich mir so für die Videoproduktion gekauft habe, war damals so eine ganz einfache Powershot. Die konnte man irgendwie im Mediamarkt oder Saturn, wie auch immer, bekommen. Und das war irgendwie so für 200-300 Euro dann so eine Möglichkeit, wirklich mal in Full HD aufzunehmen. Und so die ersten tatsächlich bezahlten Event-Videos und so weiter habe ich dann tatsächlich mit dieser Powershot gemacht. Sah natürlich komisch aus und im Nachhinein hat sich jeder so gefragt, wo kommt eigentlich dieses Video her? Aber es war halt dieser kleine Zwerg, der mit dieser Powershot da rum stand in der Ecke und halt diese Aufnahmen gemacht hat, genau. Weiter ging es technisch dann bei mir mit einem Panasonic Camcorder, den man auch eben noch im Technik-Supermarkt bekommt, sage ich jetzt mal. Da war so, okay, was ist das teuerste hier in der Auslage, was kann ich mir so kaufen, was ich mir noch leisten kann, und das war dann so für 1000 Euro oder so, so ein Camcorder für, sagen wir mal, ambitionierte Großväter, um ihre Kinder aufzunehmen. Aber war der denn schon digital oder war der noch mit Magnetband? Nee, das war alles digital. Okay. Ich meine, ich bin 21, das war alles schon digital und mit iMovie habe ich dann da am Mac geschnitten. Also ich habe nie mit Bändern gearbeitet. Das war bei mir von Anfang an irgendwie die SD-Karte, genau. Sehr cool. Und Ausrüstung? Du hast mir gerade schon gesagt, was du jetzt da stehen hast, womit du dich filmst. Was hast du noch für Ausrüstung? Genau, also es ist die C100 Mark II, die, glaube ich, für viele vielleicht so eine bisschen unterbewertete Kamera ist, weil sie liefert kein 4K und sie ist relativ groß und relativ teuer für die Specs, die sie hat, aber es ist für uns zum absoluten Workhorse geworden. Also sie ist einfach immer da, wenn man sie braucht und hat einfach unterschiedlichste Möglichkeiten, wie sie einen im Alltag beim Dreh effizient und schnell unterstützen kann. Und dementsprechend ist das meine absolute Lieblingskamera. Über ein Upgrade kann man natürlich nachdenken, aber erstmal bin ich damit schon seit Jahren sehr zufrieden. Und ansonsten haben wir als hauptsächliche B-Kamera die Fujifilm X-T3. Und ich glaube, das ist auch eine Kamera, die so nach und nach jetzt ihre Bekanntheit bekommt, aber die sich gerade gegenüber Blackmagic oder gegenüber Panasonic mit ihrer GH5 und so weiter durchaus in der Filmwelt noch durchschlagen muss. Aber ich finde, dass es wirklich eine sehr beeindruckende Kamera ist und die haben wir uns gezielt gekauft mit einem guten Autofokus-System auf einem Gimbal mit Festbrennweite. Das heißt, das ist tatsächlich unsere Gimbal-Cam, wenn man es so haben will, oder eben die Kamera für Totale. Und da sind wir auch sehr, sehr happy mit dieser Kamera. Was hast du für ein Gimbal? Das ist das Ronin S, genau. Mhm. Ja, den hat der, glaube ich, irgendwie jetzt jeder. Genau, es ist auch ein, finde ich, sehr, sehr, sehr guter Gimbal, ja, wo man schnell in das Arbeiten damit reinkommt. Und vor allem begeistert mich da die Akkulaufzeit. Also ich bin nicht derjenige, der bei uns im Team so viel mit dem Gimbal rumrennt. Das ist mein Bruder. Der hatte auch die entsprechende Muskulatur im Arm, um mit so einem Einhand-Gimbal dann mal 15 Stunden Dreh durchzuhalten. Aber dass der Gimbal das auch mitmacht, finde ich das Beeindruckende. Also der ist einfach unglaublich zuverlässig und hält einfach 15 Stunden Dreh ohne Probleme durch und sagt danach irgendwie, ich habe noch 30% Akku oder wie auch immer. Wo du sagst, ich habe keine 30% Akku mehr. Ja, das ist wirklich so. Ja, ich habe da Dinge auch schon ausprobiert und ich finde es auch sehr, sehr cool, ja. Ja, cool. Welche Programme verwendest du denn für deinen Schnitt, für dein Audio und für deine Effekte und alles? Ich bin der Apple-Fanboy sozusagen und bin da eigentlich hauptsächlich bei Final Cut. Das heißt, ich kam über iMovie und bin dann bei Final Cut gelandet und bin damit auch sehr, sehr happy und bin auch nicht so der Programmfreak so. Ich bin eher derjenige, der so die Basic-Tools nutzt, um effizient zu arbeiten, ganz wichtig. Aber ich bin eher derjenige, der sich dann mit der Geschichte auseinandersetzt und so weiter. Das heißt, wenn man unsere Videos guckt, sieht man auch, da sind keine fancy Übergänge drin, die mit einem Programm gemacht worden sind, sondern wir überlegen uns die Übergänge meistens bei so Event-Videos schon beim Dreh. Das heißt, die sind organisch aus dem Videomaterial entstanden und dementsprechend sind wir nicht so die Software-Heroes, die sagen, okay, Hauptsache, wir fixen es irgendwie im Edit.
sondern wir sind diejenigen, die irgendwie da noch so ein bisschen vielleicht ja, in der digitalen Welt noch mit einem manuellen Ansatz oder wie auch immer analogen Ansatz da unterwegs sind. Genau. Bevor wir zur Effizienz kommen, du hast es gerade schon angerissen, möchte ich dich nur kurz fragen, was steht denn noch so auf deiner Wunschliste, was du denn noch kaufen möchtest? Ja, ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Das ist so ein Thema bei Videoproduktion, dass man ja natürlich jeder irgendwie einen ewig langen Wunschzettel hat. Und ich glaube, sich von dem so ein bisschen zu lösen, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man dann erst den Fokus hat für das, was man tatsächlich schon hat. Was ich gerne mache, dass ich mir nochmal Produktvorstellungen und Reviews von Sachen angucke, die ich schon habe. Das heißt, es klingt vielleicht komisch, aber wir fokussieren uns gerade als Filmmaker sehr oft auf Dinge, die wir nicht haben und auf Dinge, die uns damit noch möglich werden würden. Ich finde es ganz schön, mir Dinge anzugucken, die ich schon habe und mir damit anzugucken, was denn noch möglich wäre, damit umzusetzen. Und wir versuchen ganz gezielt, sinnvoll zu investieren in diesem Videobereich, aber auch nicht zu viel in zu investieren, um dann eben dieses Geld auch nicht unbedingt wieder reinholen zu müssen. Also wenn man sich jetzt eine Red kauft, wie auch immer, dann muss ich eben die Produktion machen, wo die Red gefragt ist und wo ich aber vielleicht gar nicht so viel Freude an der Produktion selber habe. Wie du schon gesagt hast, wir machen viel auch so gemeinnützige Arbeiten, gucken da quasi darauf, dass wir das Equipment haben, um professionell auftreten zu kommen, um qualitativ Video zu machen, aber dass das Ganze jetzt in 4K stattfindet oder in Full HD, das ist letzten Endes was, wo wir sagen, da legen wir nicht jetzt den größten Wert drauf. Dafür geben wir unsere Freiheit, in Anführungszeichen, das zu kreieren, was wir kreieren wollen, nicht her. Wenn du mich jetzt auf ein Produkt festnageln willst, ist es für mich gerade mit großer Begeisterung das Zoom F6, was relativ jung vorgestellt worden ist. Und zwar, weil es ein 32-Bit-Recorder ist. Das ist ein 32-Bit-Audio-Recorder und das bedeutet, dass da extrem viel Dynamik in der Audioaufnahme drin ist. Was bedeutet, man braucht eigentlich live am Set keinen Audio-Guy mehr, der einen Mix macht und der die Gain-Level einstellt, sondern ich habe im Nachhinein die Chance, die Gain-Level zu justieren, wie ich das haben möchte. Das heißt, wenn einer laut reinschreit, ist es kein Problem. Wenn einer sehr leise spricht, ist es kein Problem und ich muss auch nichts anpassen, wenn ich erstmal jemandem das Mikrofon gebe, der laut reinschreit und dann jemand, der leise spricht. Das heißt, da kann einfach so ein bisschen was aus dem Kopf raus sein und wenn das Audio aus dem Kopf raus ist, glaube ich, dass ich mehr Chance habe, mich auf andere Dinge zu konzentrieren und an anderen Stellen noch mehr rauszuholen und mich nicht auf dieses Audio so fixieren zu müssen. Und deshalb ist das was glaube ich, unser Setup jetzt in naher Zukunft unterstützen wird, je nachdem, wann es rauskommt. Und ich finde, es ist auch echt bezahlbar für das, was es dann an Unterstützung und an Workflow-Fähigkeiten uns dann im Alltag bietet. Ja, cool. Also ich weiß auch Audio, da stimme ich dir vollkommen zu, das ist wirklich so, Audio ist wichtiger als das Bild. Genauso wie du das machst, finde ich das genau richtig. Damals vor, keine Ahnung, ein paar Jahren, gingen alle auf 4K und haben gesagt, ey, ich kann 4K. Und es ist cool, wenn man 4K kann, man muss es aber nicht. Also Full HD reicht völlig und wenn man da die richtige Schärfe einstellt, der Endkunde jetzt zum Stand 2019, der kann das noch nicht so wirklich, sag ich mal, so super erkennen, ob das jetzt 4K ist oder nicht, weil wir sind alle noch, wenn ich mir das Fernsehen heutzutage noch angucke, das ist immer noch total vermatscht, das sind immer noch 720p, was die da ausstrahlen, von daher Full HD, 1080p reicht vollkommen aus, jetzt 2019 noch, ich denke mal, das wird sich in ein paar Jahren noch ändern und dann werden sie alle 4K verwöhnt werden, aber bis dahin ist man noch lange, lange hin. Man muss halt ja, dazu noch kurz eine Sache zum Thema 4K. Es gibt unglaublich sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten von 4K und wir haben ja auch Kameras, die 4K können. Unsere Hauptkamera kann kein 4K, in Anführungszeichen, weil die hat einen 4K-Sensor und rechnet intern auf Full HD runter. Und das ist eben auch der Punkt. Es gibt so ein Full HD und so ein Full HD. Es hängt von der Optik an, es hängt davon ab, welche Schärfe ich einstelle, wie gut ich mit der Kamera umgehen kann und dann kann ich wunderbare Geschichten in Full HD erzählen. Und wie gesagt, ich glaube, die Kinofilme sind aktuell auf 2K oder so, wie sie auf der Leinwand ausgestrahlt werden. Die nehmen natürlich mit einer höheren Auflösung auf, um mehr Spielraum zu haben, aber es ist ein riesen Rattenschwanz, komplett in 4K zu produzieren, auch was sowas angeht wie mehr Festplattenspeicher, mehr Rechenleistung am Computer und so weiter. Und das ist was, wo man drüber nachdenken muss, ob sich das dann im Nachhinein rentiert und man das dem Videomaterial tatsächlich ansieht. Ja. Das ist so, ja. Stimmt auf jeden Fall. Ja, cool. Effizienz. Wie viele Tage rechnest du denn für deinen Schnitt? Das ist natürlich super unabhängig, wollte ich jetzt schon sagen, super abhängig von dem letzten Endes, von dem Content, der dabei rüberkommen möchte, vom Kunden bedingt, von uns bedingt. Und
ich bin ein Fan davon, Content auch zu recyceln, sage ich jetzt mal. Das heißt, richtig viel Zeit eigentlich im Verhältnis zum Dreh in den Schnitt zu investieren und aus dem Material unterschiedlichste Formen rauszuholen. Also du hast schon angesprochen, wir arbeiten für die IHK unter anderem und da ist es zum Beispiel so, dass man wunderbar so ein Event begleiten kann. Dann macht man viele Interviews und dann landet daraus irgendwie ein Bruchteil, ja, in einem 1 Minuten oder 3 Minuten Event-Video. Und da kann man aus diesem Material noch so unglaublich viel rausholen, wenn man das möchte. Das heißt, man kann nochmal gezielt einen Trailer fürs nächste Jahr, für die nächste Veranstaltung schneiden, mit den entsprechenden Call-to-Actions arbeiten. Man kann hier auch hingehen und nochmal die Einzelinterviews nochmal rausschneiden und dann eben auf Social Media die Möglichkeit geben, das von den einzelnen Personen, die eben da waren, auch nochmal zu teilen und nochmal damit eine größere Reichweite zu geben. Also ich bin ein Fan davon, sich vor dem Dreh zu überlegen, wie kann ich möglichst viel Zeit im Schnitt noch damit verbringen, um möglichst viel Wertschöpfung aus diesem Material rauszuholen. Und dann sind es manche kleine Zwischenmoderationen, Abmoderationen, wo man dann 2, 3 von macht oder 2, 3 Anmoderationen. Und dann kann man auf einmal da unglaublich viele unterschiedliche Videos draus produzieren. Und das ist was, was glaube ich auch zentral noch kommt, wo viele Agenturen noch ja so ihre ersten Schritte machen, mit einer Videoproduktion zu arbeiten, die einem Unternehmen, einer Agentur erstmal so ein, ja sagen wir mal, so die Basics an Videoinhalten liefert, um damit dann langfristig über unterschiedlichste Videokanäle dann kommunizieren zu können. Sehr cool. Cool. Jetzt nochmal zu deiner Effizienz, zu deinem Workflow. Hast du für dich selber, du hast jetzt auch angedeutet, ich greife es mal auf, dass du sagst, okay, für den Dreh brauche ich so und so viel Zeit, aber für den Schnitt brauche ich auf jeden Fall mehr Zeit und möchte, dass da auch mehrere Videos draus machen. Hast du für dich da irgendwie schon so ein paar Kniffe erarbeitet, wo du sagst, okay, dadurch bin ich schneller geworden? Also ich glaube, Schnelligkeit ist oftmals auch so ein bisschen ein Trugschluss. Schnelligkeit bedeutet ja in dem Fall mehr Projekte machen in weniger Zeit, wie auch immer. Und da ist dann die Frage, ist das tatsächlich Schnelligkeit? Also bewege ich mich tatsächlich schneller? Für uns ist eher das Ziel, weniger Projekte zu machen und die tiefgreifender zu tun und damit das Gefühl zu haben, schneller zu sein. Ja? Also das ist wirklich so die Überlegung. Ansonsten ist es bei uns so, dass wir weitgehend bei den Equipment-Entscheidungen überlegen, macht es uns schneller. Das heißt, sich zu überlegen, welche Handgriffe mache ich am Set, welche Handgriffe mache ich für die Vorbereitung von einem Dreh, welche Handgriffe mache ich, wenn ich mit dem Drehmaterial an den Computer gehe und so weiter. Und sich das zu überlegen, also so ein bisschen zu überlegen, wenn ich jetzt ein Roboter wäre, was müsste ich alles einprogrammieren, das getan wird. Und dann sich zu überlegen, okay, welche Schritte kann ich weglassen, effizienter gestalten und so weiter. Das ist schon sinnvoll, aber ich glaube, einfach nur schneller zu werden, um mehr zu machen, ist dann ein Trugschluss. Also da wird man, glaube ich, nicht unbedingt schneller mit. Mhm, cool. Cool, das war's mit Workflow-Ausrüstung. Kommen wir zum nächsten Thema, Marketing. Du bist ja jetzt Jungunternehmer, wenn ich das mal so salopp sagen darf, und hast extrem schon viel dich mit Marketing auseinandergesetzt. Das steckt ja auch in deiner Produktbeschreibung drin, in deinem Namen drin. Entschuldigung, ich dachte, mein Hund heult hier gerade. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn gerade für Einsteiger am sinnvollsten? Also gerade für Einsteiger ist, glaube ich, so wie ich es auch gemacht habe, das persönliche Netzwerk unglaublich wichtig. Das heißt, sich zu überlegen, welche Fähigkeiten habe ich und welche Bedürfnisse hat mein Umfeld und wo kann ich helfen? Ja, also ganz schlicht. Und wenn ich Leuten helfe, dann ist es Naturgesetz, sage ich jetzt mal. Es gibt Ausnahmen, gibt manche Menschen, bei denen ist es nicht so, aber die helfen dir dann auch so. Und ich habe ganz viel am Anfang kostenlos gearbeitet, ganz viel mir überlegt, Geld ist eine Form von Energie und wenn ich noch kein Geld kriege, wie schaffe ich es sozusagen, eine andere Form von Energie zu bekommen oder zu erwirtschaften? Und das können Sachen sein wie Vertrauen, das können Sachen sein wie Kontakte oder auch Referenzen, was super wichtig ist am Anfang. Und wie ich gesagt habe, gerade am Anfang sich jemanden rauszusuchen, der einen Need hat, der ein Netzwerk hat, den du aber sehr nah kennst, der sehr nah an dir dran ist, den du am Ende wöchentlich siehst, ja,
und den dann letzten Endes mit Videos so zu unterstützen, wie als wäre es Porsche. Ja, und gegebenenfalls 3- und 4-mal draufzulegen auf die Videoproduktion. Aber das sind dann diese kleinen ersten Multiplikatoren, die dann dafür sorgen, dass man wieder und wieder einen Auftrag bekommt. Und so haben wir auch am Anfang angefangen, haben gesagt, okay, wer ist in unserer Umgebung, wen können wir unterstützen mit den Fähigkeiten, die wir haben, und da einfach alles zu geben und nicht hinzugehen bei den ersten Aufträgen und zu überlegen, oh, ich kriege jetzt nur 50 Euro, 100 Euro für den Auftrag und sich das direkt in den Stundenlohn umzurechnen, weil das funktioniert nicht. Da investiert man in eine andere Richtung, da investiert man in eine andere Energieform und das kommt dann meistens nicht in Geld, auf dem Weg des Geldes wieder zu dir zurück, sondern über andere Wege. Sehr cool. Das hast du sehr schön formuliert, weil das ist genau richtig. Viele meckern dann auch, ja, aber du machst das gratis und so. Und du, ich finde das sehr schön, wie du das verglichen hast, bildlich mit der Energie, weil das ist genau das. Sehr gut, sehr, sehr schön. Wie hast du denn deine Zielgruppe definiert? Also du hast dich jetzt spezialisiert, glaube ich, auf Imagefilme und Produktvideos. Und ist das so richtig, gebe ich das so richtig wieder? Ist das so deine Zielgruppe? Also Zielgruppen, jetzt redest du ja quasi so ein bisschen über Produkte. Zielgruppen sind bei uns eigentlich zwei unterschiedliche. Das eine sind die gesellschaftlich nicht schädlichen, die aber Geld haben und für die wir gerne arbeiten, weil wir damit Geld verdienen, aber jetzt nicht so die große Vision dahinter steht. Ja? Das heißt, es gibt diese Projekte seitens... sage jetzt auch mal die IHK, ja, wo wir nicht sagen, okay, das ist jetzt die große Revolution, die wir hier vom Zaun brechen. Da stehen wir voll und ganz dahinter, was die hier umsetzen wollen. Aber wir begleiten sie und dann wird daraus eine Mischkalkulation für Projekte, die eben sozialen Impact haben. Und langfristig gesehen glaube ich, dass wir durchaus es schaffen können, nur noch mit Leuten zu arbeiten, wo wir sagen, die verfolgen Ziele, die gesellschaftlich wertvoll sind. Und Video ist letzten Endes ein Medium, um Aufmerksamkeit zu schaffen, um Vertrauen zu schaffen, um ja einfach etwas nach draußen zu bringen, Geschichten zu erzählen. Und das machen wir am liebsten mit Dingen, wo wir tatsächlich auch insofern dahinter stehen. Ja? Und es ist natürlich ein Zwiespalt in der heutigen Zeit. Zum einen natürlich das Geld zu verdienen, diese Energie braucht es auch, diese Energie braucht ein Unternehmen. Aber zum anderen eben auch die Möglichkeit zu haben, etwas in der Gesellschaft zu bewirken. Und ich glaube, da sind wir wenig jetzt fokussiert auf bestimmte Produktvideos, Eventvideos, Imagefilme, wie auch immer. Das kann dann eben auch ein Online-Kurs sein, was wir auch schon produziert haben, oder das kann eben auch eine Konferenz sein oder eine Vortragsreihe, eine Interviewserie. Es kommt da letzten Endes auf das große Ganze an, wo sozusagen die Reise hingeht. Und natürlich optimiert man so ein bisschen sein Material. Also wir sind zum Beispiel sehr gut optimiert auf Event-Videos. Die können wir sehr, sehr gut abdecken. Und jetzt eine große Konferenz mit 10 Kameraperspektiven, das wäre jetzt für uns schwer, müssten wir uns einen Partner für reinholen. Ja? Aber das so als Ziel. Gruppendefinition. Zum einen die Leute, die zwar nichts gesellschaftlich Schädliches machen, wo wir sagen, okay, wenn wir die unterstützen, dann rudern wir in die falsche Richtung, ja, aber auch, okay, wir können das mit den Zielen nur bedingt identifizieren, und zum anderen eben die Leute, wo wir sagen, okay, diese Ziele, die sind unterstützenswert, und die Mischkalkulation ist uns dann, ja, macht es uns dann möglich, tatsächlich diese Projekte in der Gesamtheit auch wirtschaftlich umzusetzen. Sehr cool. Kundengespräch. Wie bereitest du dich denn auf dein Kundengespräch vor? Ich glaube, das ist was ich gerne, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, wenn man ein Kundengespräch hat, nicht zu dem Kundengespräch da zu sein, also 10 Uhr Gespräch, ich bin um 10 Uhr da, sondern ich bin irgendwie eine halbe Stunde früher da. Ja, das gibt mir schon mal viel mehr Ruhe, viel mehr Selbstsicherheit. Nicht nur, dass ich zu spät kommen könnte, sondern bewusst irgendwie eine halbe Stunde vorher da zu sein, wenn es was Wichtiges ist. Ja, wenn man den Kunden jetzt schon mehrfach hatte und nur Kleinigkeiten bespricht, dann braucht man das vielleicht nicht. Aber einfach diese Ruhe zu haben und dann vielleicht sich in der Umgebung noch einen Park auszusuchen, wo man noch einmal durch den Park läuft. Und wenn ich das tue, meistens lege ich mir dann auch Kundenprojekte so nah aneinander oder Kundengespräche nah aneinander, wo ich dann quasi in Wiesbaden von einem Kunden zum anderen laufen kann, dann habe ich irgendwie die Möglichkeit, nochmal mit mir in eine tiefe Verbindung zu gehen. Einfach nochmal mit mir als Mensch, nochmal mich frei zu machen von den ganzen Dingen, die sonst so durch meinen Kopf wuseln, und mich konkret auf die Situation dieses Kunden einzulassen. Also sich wirklich in diese Person reinzufühlen, deren Ziele sich zu überlegen, nicht nur den Weg, den er vielleicht schon für mich definiert hat, wo ich sage, okay, der kostet so und so viel, sondern wirklich nochmal die Ziele zu überlegen, was steckt da dahinter. Und im nächsten Punkt auch sich immer wieder nach dem Warum zu fragen. Also warum
dann sich die Antwort zu geben, dann nach diesem Warum nochmal sich die Frage Warum zu stellen und nochmal, also dieses Warum des Kunden ganz klar zu bekommen und irgendwann landet man oftmals dann auch beim Kunden des Kunden, also den auch im Blick zu haben, den Kunden des Kunden oder die Zielgruppe des Kunden ist unglaublich wichtig und wenn man sich in die dann auch wieder reindenkt, dann schafft man es, glaube ich, da eine Vertrauensebene aufzubauen, wo der Kunde merkt in einem Gespräch, dem geht es jetzt nicht darum, hier das Projekt umzusetzen und damit Geld zu verdienen und das Equipment zu bezahlen und seine Leute zu bezahlen, wie auch immer. Es ist nicht so eine er braucht etwas von mir Haltung, sondern er hat sich konkret Gedanken gemacht und kann etwas geben, kann einen Wert reingeben. Also weniger, ich sauge Energie ab, als Motivation in das Gespräch zu gehen, als ich gebe Energie rein. Ja? Und das kann ich auf jeden Fall jedem mitgeben, der solche Kundengespräche hat. Sehr cool, sehr cooler Tipp. Ja. Also das, ich mag das auch nicht, wenn man unpünktlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hasse ich wie die Pest, wenn mich jemand versetzt und sagt, ach ja, Entschuldigung, da könnt ihr ausflippen, weil ich bin auch so wie du, eine halbe Stunde nicht, aber eine Viertelstunde vorher bin ich eigentlich schon ready und dann läuft das eigentlich schon. Und also ich kann nicht total nachvollziehen, nur das mit einer halben Stunde durch den Park rennen, nochmal runterzukommen, sich nochmal gedanklich vorzubereiten. Vor allem, du hast ja dann wahrscheinlich auch das Handy aus und bist dann voll in diesem Projekt und hast dich quasi gedanklich schon, du bereitest dich gedanklich schon auf Gespräche vor, die da wahrscheinlich kommen. Also das finde ich ein sehr, sehr cooler Tipp. Ja, und du schaffst dir damit eben auch einen Vorsprung. Also wenn du dich gedanklich darauf einlässt, oftmals ist es beim Kunden nicht so, dass der das schafft eine halbe Stunde vorher, dass der Manager, Geschäftsführer, wie auch immer, der hatte vorher noch ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, Chaos, noch was kopiert, was weiß ich was. Ja. Und wenn du das geschafft hast, für dich das umzusetzen, dann kannst du den anderen durch dieses Gespräch leiten, weil du schon viel mehr drin bist als dein Gegenüber. Und dadurch sieht er auch den Wert in dir als etwas, das durch das Projekt durchzieht und Energie gibt und vorangeht sozusagen. Ja. Und das ist, glaube ich, was, wo du dann einfach diesen Vorsprung hast, nicht dich im Gespräch erst darauf einstellen zu können, sondern eben schon im Voraus und damit die anderen durch das Gespräch leiten zu können und damit auch mehr die Richtung des Gesprächs definieren und steuern zu können. Genau, sehr cool. Nächste Frage, wie berechnest du denn deinen Preis? Also ich möchte nicht wissen, was du jetzt nimmst, sondern einfach, wie du den für dich selber berechnest, damit am Ende des Jahres dein Unternehmen noch steht. Ja, wie gesagt, da ist diese Mischkalkulation für uns unglaublich wichtig. Das heißt, wie gesagt, Geld ist Energie und da muss man dann ganz klar gucken, es muss das entsprechende Geld reinkommen über Projekte, die wir ja monetär eben umsetzen. Auf der anderen Seite haben wir dadurch die Chance, immer wieder Projekte anzugehen, die wir sehr, sehr gerne machen. Wir haben aber keine, und das ist für uns unglaublich wichtig, keine festen Tagessätze. Das heißt, wir überlegen, Geld ist eine Energieform, welche Energieform kriegen wir noch durch das Projekt? Das kann sein Motivation, kann sein Kontakte, kann sein gesellschaftlicher Impact und da suchen wir dann quasi so die Mischung aus und sagen, okay, so viel Geld muss das jetzt kosten, um das Ganze zu einer runden Sache sozusagen für uns zu machen. Und natürlich müssen wir auch gucken, dass genug Geld reinkommt, aber dadurch, wie wir arbeiten und dass wir sehr viel auch auf uns und unsere Fähigkeiten auch vertrauen, sage ich jetzt mal, hatten wir nie das Problem, dass wir das Gefühl hatten, zu wenig Geld zu verdienen. Also Geld ist irgendwie was, was bei uns, klingt vielleicht jetzt ein bisschen großkotzig, aber da ist in dem Maß, wo wir es brauchen und wir müssen uns da keine großartigen Gedanken machen, jetzt konkret auf irgendwelche großen Kunden zuzugehen, um jetzt unsere Miete hier zu bezahlen. Sehr cool. Ne, das klingt nicht großkotzig, das klingt vernünftig. Also wenn du sagst, nein, es läuft ja, es funktioniert ja und so, wie du jetzt auf mich wirkst, denke ich mir, wird das auch kein Problem sein, dass du da die Budgets bekommst, die du dir so vorstellst. Ja, sehr cool. YouTube-Kanal hast du auch. Darüber habe ich dich gefunden, über den YouTube-Kanal. Das hat mich sofort angesprochen. Du warst sehr sympathisch, authentisch. Das ist das, was so die Voraussetzungen eigentlich sind, dass man dann sagt, ja, okay, von Adrian möchte ich gerne ein bisschen mehr wissen. Daraufhin habe ich dich angeschrieben. Du hast sofort gesagt, ja, klar, machen wir so schnell wie möglich. Okay, gut. Haben wir gemacht. Jetzt sitzen wir heute hier. Und wie kamst du denn überhaupt zu dem YouTube-Kanal? Also du hast gesagt, du hast schon mit 12 angefangen. Hast du direkt auf YouTube gestartet oder wie ging das los? Also ich habe auf YouTube gestartet zu lernen. Ich glaube, das ist der große Punkt. YouTube sehe ich als eine Gemeinschaft und da ist unglaublich viel Mist auf YouTube, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern es gibt auch unglaublich viel tolle Dinge auf YouTube, ja. Und nicht, dass jetzt unser Interview so besonders toll ist, aber ich glaube, es landet ja auch auf YouTube und ich glaube, man kann sehr viel lernen über YouTube und ich habe das getan. Ich habe herausgefunden, was sind die Leute, von denen ich lernen kann und habe von denen gelernt. Und das war auch von mir der Aspekt,
dieser Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Das heißt, wer mit YouTube startet, muss erstmal bereit sein zu investieren, selbst wenn er einen monetären Gedanken oder so oder einen Aufmerksamkeitsgedanken, Marketinggedanken dahinter hat. Es muss erstmal ganz klar in dem ersten Jahr auf jeden Fall der Gedanke dahinter sein, etwas reinzugeben. Erstmal zu geben und dann kann vielleicht, können sich Kanäle öffnen, wo dann auch mal wieder was zurückkommt. Aber wir haben oder ich habe mit dem YouTube-Kanal dann gestartet, um tatsächlich dieser Gemeinschaft, dieser YouTube-Gemeinschaft der Lernenden im Bereich Video etwas zurückzugeben, weshalb ich auch direkt gesagt habe, hey, ich bin gerne bei dem Podcast dabei. Es ist eine Möglichkeit, genau diesen Leuten, die vielleicht noch ein paar Schritte vor meinem Stand sozusagen sind, denen noch was mitzugeben und denen sozusagen den Weg ein bisschen leichter zu machen, dadurch, dass sie gewisse Impulse haben von jemandem, der diesen Weg schon mal gegangen ist oder auf dem Weg auch ist. Und da finde ich es super spannend, eben auch den Aspekt zu betrachten, wer etwas lernen will, der sollte es lehren. Und das ist was, was glaube ich auch gerade im Bereich YouTube super gut funktioniert. Das heißt, wenn ich auch als Privatperson oder in einem neuen Businessbereich etwas wirklich lernen möchte, dann ist es das Beste eigentlich hinzugehen und zu sagen, ich veröffentliche ein Video die Woche zu diesem Thema und muss immer das, was ich gelernt habe, in dieser Form aufbereiten, dass ich es auch präsentieren kann. Und in dem Moment, wo ich es präsentieren kann und auch präsentiere, festigt sich es auf eine unglaubliche Art und Weise auch im Gehirn. Und das ist was ich in meiner Schulzeit schon gelernt habe. Das heißt, ich war auf einer reformpädagogischen Schule, auch für das Abitur. Und da haben wir sehr viel damit gearbeitet, dass einer aus der Klasse, ein Schüler aus der Klasse, das für die anderen aufbereitet und das beibringt. Und ich weiß heute noch genau alles, was ich irgendjemandem erzählt habe, oder nicht genau, aber sehr viel davon, was ich präsentiert habe mal, aber fast nichts davon, was mir mal ein Lehrer präsentiert hat. Also dementsprechend, so ist es natürlich auch nicht, ist jetzt überschärft, überspitzt, aber wenn man selbst das, was man gelernt hat, so formt, dass man es auch anderen beibringen kann und das dann auch kontinuierlich tut, dann führt das einfach zu unglaublichem eigenen Wachstum und so war das ja eine Symbiose aus beidem. Also ich kann etwas zurückgeben, kann dementsprechend auch ja andere dazu motivieren, auch selbst auf diesem Medium unterwegs zu sein und auf der anderen Seite lerne ich auch selbst unglaublich viel damit, mich mit meinen Videos auszudrücken und letzten Endes auch ja, meine Fähigkeiten so zu festigen, dass ich sie auch strukturiert präsentieren kann. Sehr cool. Ja, ich glaube auch, das ist, sagt mir jeder, wenn du anderen Leuten was beibringst, dann hast du es begriffen. Und das ist auch so, weil du musst dich viel intensiver mit der Materie auseinandersetzen, weil manche sind so dreist und stellen sogar noch Fragen und da muss man ja auch Rede und Antwort stehen und muss dann wissen, wovon man spricht, ja. Ja, sehr cool. Cool. Was mich noch so interessieren würde, was war denn für dich so der Auslöser, dass du gesagt hast, ich stelle mich jetzt selber vor die Kamera? Mich selbst vor die Kamera zu stellen, war tatsächlich das eigene Wachstum. Also wenn man selbst kontinuierlich wachsen will, dann muss man sich fragen, was traut man sich heute noch nicht und was würde die vermeintlich optimierte Version von einem selbst mit Links schaffen. Ja? Also und wenn man da dann sagt, okay, das ist irgendwie vor der Kamera zu sprechen oder öffentlich, ich meine, es hat mir unglaublich viel gebracht, auch in Seminaren. Ich habe jetzt Seminare, die gehen den ganzen Tag und ich schaffe es einen ganzen Tag gegenüber einer Gruppe von vielen Menschen präsent zu sein. Und das habe ich, glaube ich, nur so gut und so schnell geschafft, dadurch, dass ich in diesen YouTube-Videos da auch präsent bin. Also der Auslöser war tatsächlich, zum einen natürlich etwas zurückzugeben, zum anderen aber auch ganz, ganz fokussiert auf das Lernen, inhaltlich mit dem Thema, das mich fasziniert, wo ich selbst lernen möchte, aber natürlich auch in der Art und Weise, wie ich mich ausdrücken kann, das immer wieder zu steigern. Und das war auch der Grund, warum eigentlich alle meine YouTube-Videos One-Takes sind. Das ist sehr unüblich auf YouTube. Da wird viel geschnitten, gerade von den Leuten, die eigentlich eher hinter der Kamera stehen und ihr Schnittprogramm eben ordentlich bedienen können. Die sagen, ah, okay, schneide ich, um den Dreh schnell abzuhaken. Aber ich bin tatsächlich da hingegangen und habe gesagt, von Anfang an, ich baller die Videos 1:1 runter. Und wenn so ein Video 10 Minuten lang ist und ich parallel was am Computer schneide und zeige, wie auch immer, dann ist das eigentlich ein One-Take. So, es gibt zwar so ein paar Dinger, wo ich mal mogeln musste, weil dann einfach die Stimme wegging und ich so dachte, okay, heute kriegst du es nicht mehr rein. Ja, aber sagen wir mal, 90% der Videos sind One-Takes. Und das führt dann natürlich oder zeigt nochmal ganz gut, was da der Auslöser war, dieses Wachstum und da tatsächlich auch mein eigener Ehrgeiz, das weiterhin durchzuziehen. Sehr cool. Und ich würde sagen, es funktioniert, oder? Also du hast ja die Reichweite erreicht.
würde ich sagen, die Leute kommen auf dich zu und kennen dich mittlerweile, oder? Genau, also YouTube, ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, wann sich ein YouTube-Kanal lohnt, wie auch immer. Ich glaube, in Anführungszeichen, wir verdienen mehr Geld als mit YouTube als viele andere Leute, die viel, viel mehr Abonnenten oder viel, viel mehr Reichweite haben, weil wir damit die entsprechenden Leute erreicht haben, die uns dann eben auch für Videoproduktion beauftragt haben. Das heißt, das ist für uns selbst bei wenigen Abonnenten, das war deutlich unter 1000 Abonnenten schon ein Kanal gewesen, wo wir authentisch aufgetreten sind, unsere Fähigkeiten auch präsentiert haben, unser Mindset präsentiert haben, unsere Persönlichkeit präsentiert haben und dadurch Aufträge bekommen haben, die uns auch zu einem großen Teil finanziert haben in letzter Zeit. Und das bei einem unglaublich geringen Reichweite, wenn man das so haben möchte. Das ist, glaube ich, gerade wenn ich in eine Nische reingehe, wenn ich in das Thema Videoproduktion reingehe und nicht einfach Pranks auf YouTube und Funny und was weiß ich was, Spaß auf der Straße. Da schaffe ich es dann vielleicht irgendwann mit McDonald's zu kooperieren, wenn ich zu einem der ganz Großen gehöre. Aber ich sag mal so, wenn man ein Jahr lang auf YouTube durchhält in der Videobranche und da wirklich kontinuierlich guten Content liefert, dann schafft man es hier mit einer Reichweite, von der man es nicht denken würde, schon Kundenprojekte anzuziehen. Ja, das glaube ich auch. Das sehe ich ganz genau. Vor allem, es geht ja nicht darum, wie viele Abonnenten man hat, weil Abonnent sein ist ja... Ich kann mir auch ein Video angucken und kenne dich trotzdem, ohne dass ich Abonnent von dir bin. Also das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun, was viele immer ein bisschen vergessen. Aber es ist sehr, sehr richtig, was du sagst. Ja, sehr cool. Wir sind am Ende des Interviews. Ich würde gerne zum Schluss nochmal so eine kleine Schnellfragerunde machen, wo du eigentlich die folgenden Fragen einfach ergänzt. Bist du bereit? Ja. Also, deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Sich auf den Kunden einzulassen. Keine Materialschlacht zu machen, also nicht so viel Material anzubringen, was man eigentlich gar nicht braucht. Und ansonsten seine eigenen Ideen auch mit einzubringen und nicht zu sagen, okay, es ist jetzt ein großer Kunde und der wird schon wissen, wie es geht. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Sie würde unglaublich lichtstark sein. Würde eine gute Farbabbildung geben, einfach weil ich da mit meiner Canon sehr verwöhnt bin. Hätte einen traumhaften Bildstabilisator, das auf jeden Fall auch noch, und wahrscheinlich noch einen grandiosen Autofokus. Dein Lieblingsbuch ist? Eine kurze Geschichte der Menschheit. Dein Lieblingszitat ist? Ich weiß nicht, ob ich es genau hinbekomme, aber es wird Albert Einstein zugesprochen, und zwar... jeder Mensch ist ein Genie, aber wenn wir einen Fisch danach beurteilen, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein Leben lang glauben, dass er dumm ist. Mhm. Kompliziert, aber einleuchtend. In 5 Jahren werden Videos? Ich glaube, in 5 Jahren sind Videos das zentrale Kommunikationsmittel unserer Gesellschaft. Dein Vorbild ist? Mein Vorbild ist die beste Version von mir selbst. Das heißt, ich überlege mir immer, was würde sozusagen die beste Version von mir selbst in diesem Moment tun. Und versuche dabei, mir selbst eben gerechter zu sein, als wenn ich nach irgendjemand anderem schauen würde. Sehr cool. Deine Webseite, wie kann man dich erreichen? Hauptsächlich über den YouTube-Kanal, AM Production, Production mit C. Ich glaube, da sind alle wichtigen Sachen auch verlinkt, sei es Facebook, sei es Instagram oder auch eben die Webseite für dann die Profi-Anfragen oder die Kundenanfragen, die gegebenenfalls kommen. Sehr cool. Adrian, ich danke dir. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht für das Interview. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich denke mal, Adrian wird dazu gerne noch was zu schreiben, wenn er das mitkriegt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir, Adrian. Ja, sehr gern, Sven. Dankeschön.